Ah, komm. Wir treffen halt überhaupt nicht, ne? Das Ding steht halt auch voll scheiße dahinter, ne? Das ist das große Problem gerade. Wir müssen das Ding runterkühlen lassen. So, jetzt machen wir es. Oh, 4. Wow. So. Und jetzt umgucken hier. Wow. Das war vielleicht eine miese Sache, ey. Ui, ui, ui. So, Codex, ja, alles markiert. Ausrüstung, was haben wir gekriegt? Wow. Krass. Squad. Level up Präzisionsgewehr. Ne, wir holen uns mal erweiterte Schützen. Nice. Kaidan. Der hat keine wirkliche Waffenspezialisierung. Dann schalten wir Heben frei und geben ihm gleich einen Punkt auf Heben, damit er es auch einsetzen kann. Tali kann Pistole und Schrotflinte. So. Alter Verwalter, war das ein mieser Kampf. Ein richtig mieser Kampf. Aber wir haben es geschafft. Ui, sprinten, sprinten, sprinten. Was sprintet der jetzt so gemütlich? Ich sprinte gemütlich irgendwo hin. Hier ist nicht mehr viel. Guck mal, Hitze! Oh. Ich dachte, wir kriegt einfach nur eine Meldung, dass es heiß wird, aber nicht, dass man sofort tot ist. Hey, Mission gescheitert. Ja! Wir hatten ja zum Glück den hier gespeichert, also das ist ja nicht das Problem. Wir müssen ja nicht nur mal den Bosskampf machen. Das wäre sonst ein bisschen schwer schlecht für uns gelaufen. Weil dann wären wir... Sonst hätte ich, glaube ich, geweint. Alter, war das ein mieser Kampf. Ja, los, egal. Wir haben es geschafft. Und wir müssen jetzt hier rum. Hier rein? Ja, hier rein. Ich weiß nicht mal, wo wir sind überhaupt. Wo sind wir? Aber wir müssten eigentlich richtig sein, weil sonst kommt ja nicht so ein fetter Walker, oder? Wir sind komplett falsch und haben deswegen so einen übel schweren Bosskampf hinter uns. Blockiert. Dummer Frontkämpfer. Überlastung war das, ne? Okay, wir treffen ihn von hier oben nicht. Machen das mal kaputt. Nicht, dass uns irgend sowas ganz blöde fuckt. Yo, ich geb euch auf die Fresse. So. Da ist noch so ein Knobelschild. Okay. Sieht aus, als hätte sich diese Höhle um die Ruine gebildet, nachdem sie erbaut wurde. Hier ist ein Laserstrahl. Hallo? Da ist nichts. Okay, da ist nichts weiter. Dann müssen wir hier hinten lang. Lalalalalala, hier hinten lang, hier hinten lang. So, Fahrstuhl aktivieren. Alle reingesaugt worden. Dem. Aber hier kriegt man keine lustige Fahrstuhlmusik. Vielleicht hätten wir entweder woanders hingehen sollen oder hätten vielleicht wirklich erstmal Quests auf Dings machen sollen, also Nebenquests. Damit es hier ein bisschen leichter wird. Boah, wer weiß das schon. Medkit +1.
Ach, hat die auch gemacht schon. Die Fliesen in diesen Löchern erinnern mich an einen. Was? Was stimmt mit dir, Kai, da nicht? Das sieht auch nicht aus wie Badezimmerfliesen. Ich glaube, wir müssen hier runter, weil hier hoch kommen wir nicht. Wir müssen weiter hinunter. Okay. Okay, Schnellspeicher ist fehlgeschlagen. Ich hätte vielleicht nochmal aus dem Auszug... Aufzug, nicht Auszug. Diesen Auszug hätte ich nochmal austreten müssen. Liara Zoni, vermute ich. Der Göttin sei Dank. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand nach mir suchen würde. Hören Sie zu. Dieses Ding, in dem ich bin, ist so eine Art portianische Sicherheitsvorrichtung. Ich kann mich nicht bewegen, also müssen Sie mich rausholen, okay? Was können Sie mir über Venezia sagen? Ihre Mutter arbeitet mit Saren zusammen. Auf wessen Seite stehen Sie? Was? Ich bin auf keiner Seite. Ich bin zwar Venezias Tochter, aber ich bin anders als Sie. Ich habe seit Jahren nicht mit ihr gesprochen. Holen Sie mich nur hier raus. Okay. Warum sind Sie gefangen? Wie sind Sie hier gelandet? Als die Gate auftauchten, versteckte ich mich hier drin. Können Sie das glauben? Geht hinter dem Nebel? Ich aktivierte die Abwehrvorrichtungen des Turms. Ich wusste, dass das Barrierefeld sie fernhalten würde. Aber als ich es anschaltete, muss ich etwas berührt haben, das ich nicht hätte berühren sollen. Ich war hier drinnen gefangen. Sie müssen mich rausholen, bitte. Bleiben Sie ganz ruhig. Wir finden einen Weg, Ihnen zu helfen. Es gibt hier eine Steuerung, die das Ding deaktivieren sollte. Sie müssen irgendwie hinter den Barrieren vorankommen. Das ist der komplizierte Teil. Die Abwehrvorrichtungen können nicht von außen ausgeschaltet werden. Ich weiß nicht, wie Sie hier reinkommen. Seien Sie vorsichtig. Da war auch ein Vorgänger bei der Gate. Sie haben verschiedene Möglichkeiten ausgetestet, hinter das Barrierefeld zu kommen. Okay. Dann haben wir unseres letzten Teammitglied gefunden. Ach, das ist so eine Minensteuerung. Ich dachte, das ist schon wieder ein Gegner. Aber nein, es war nur Minensteuerung. Ist alles blockiert. Komm her. Tschüss. Code eingeben. Reicht noch nicht frei von Feinden. Okay. I hate them fucking Scharfschützis. Oh, wir haben noch eine beschissene Granate und vier Kilos. Also wir haben nicht mehr viel zum Heilen. Also wir müssen echt ein bisschen vorsichtiger agieren. Vielleicht das Dechiffrieren. Das nehmen. Da. Leichtes Dechiffrieren. Bisschen warten, bis die vorbei sind. Und einmal durch. Pistole und Schrotflinte Hurricane. Aber das ist, glaube ich, nicht, dass wir das unbedingt so der bräuchten. Ich würde mich jetzt um Metigel ganz ehrlich viel mehr gerade freuen. Pistole. Haben wir keine bessere. Eine gute. Wow. Waffenstab.
Oh ja, Waffenstabilität ist, glaube ich, sehr gut bei dem Ding. Schildumgehung minus Schaden, das ist ein... wobei, ist eigentlich nicht verkehrt am Anfang. Machen wir Reise rein. Oh, schade, ich wollte nochmal gucken, ob jetzt was... Haben wir nichts. Ah. Okay, wir haben jetzt echt nicht viel Optionen hier. Ich habe die Befürchtung... Und wir haben ja hier drin gespeichert. Ne, wir haben ein der Hauptspeicher ist ja immer noch davor. Also ist ja nicht das Problem. Puh. Komm. Links und links oben. Unten. Rechts. Links, oben, unten, links. Unten. Links, oben. Unten, links, rechts. Ja, ich mag das halt nicht, dass es dann, dass du so viel dann merken musst. Das ist echt schon ein bisschen halt nervig mit der Zeit. Ich hoffe, es kommt nicht allzu oft vor, weil es ist echt schon ein bisschen. Trial and Error. Okay. Speichern. Öffnen. So, wir können mit dem Ding nach oben fahren und sind jetzt hier. So. Oh, dann holen wir mal Liara hier raus. Wie sind Sie hier reingekommen? Ich hielt es für unmöglich, die Barriere zu durchbrechen. Durchschlagende Feuerkraft. Wir haben uns mit dem Bergbaulaser reingesprengt. Natürlich. Klar, das ergibt Sinn. Holen Sie mich bitte hier raus, bevor noch mehr geht kommen. Der Knopf da drüben sollte das Kraftfeld abschalten. Haben Sie einen Tipp, wie wir hier rauskommen? Im Zentrum des Turms ist ein Aufzug. Wenigstens glaube ich, dass es ein Aufzug ist. Er sollte uns hier rausbringen. Folgen Sie mir. Ich verstehe das alles immer noch nicht. Warum hatten die Getes auf mich abgesehen? Ob Benesia was damit zu tun hatte? Saren ist auf der Suche nach der Röhre. Sie sind hier die Expertin für Proteaner. Er will vielleicht, dass Sie ihm bei der Suche helfen. Die Röhre? Aber ich... Was zum Teufel war das? Diese Höhle war nie besonders stabil. Ihre ganze Schießerei und Sprengerei hat es nur noch schlimmer gemacht. Wir haben vielleicht 10 Minuten, bis hier alles zusammenbricht. Ich hoffe nur, dass der Druck keine Eruption verursacht. Wir brauchen einen Fluchtplan. Joker, bringen Sie die Normandy in die Luft und peilen Sie mein Signal an. Jetzt. Zu Befehl, Commander. Anker gelichtet. Geschätzte Ankunftszeit 8 Minuten. Das muss schneller gehen. Okay, mit mir will keiner reden. Weil wie wir alle in einer Reihe stehen. Wir sind eine Entenreihe. Laden. Na, herzlichen Glückwunsch. Duff, 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 duff. Dille, dille. Geht, geht. Organa. Geben Sie auf. Oder auch nicht. Das wäre unsanft. Diese Ruine stürzt ein. Falls es Ihnen nicht aufgefallen ist, hier bricht alles zusammen. Berauschend, nicht wahr? Danke, dass Sie das Energiefeld für uns deaktiviert haben. Geben Sie jetzt den Doktor raus. Was auch immer Sie wollen, von mir bekommen Sie es nicht. Ich gebe Sie nicht heraus. Vielen Dank, aber sie bleibt bei uns. Das war keine Bitte. Saren will sie und er bekommt immer, was er will. Verschont, wenn möglich, die Asari. Wenn nicht, ist es auch egal. Okay, wir müssen echt hier raus. Boah, Alter, was? Ganz ehrlich,
Was? Das ist jetzt mal... Ich verstehe das alles immer noch nicht. Saren ist auf der Suche nach... Was zum Teufel? Wir bespringen das mal alles. Bla 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 bla. Wo ist, fahren wir nach oben? Fehlgeschlagen. Das Problem wird jetzt sein... Da, weil ich jetzt nicht weiß, wie... Ey, guck mal, wir wurden so ausgeschlanzt. Vor allen Dingen, weil wir stehen einfach mal voll scheiße da, wenn der Kampf beginnt. Und... Wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn hin? Wo soll ich hinlaufen? Es sind viel zu viele Gegner. Und noch ein fetter Oberendboss. Warum machen die sowas? Wir haben doch schon so viel da draußen geschlagen. Das hätte das nicht gereicht. So, ja, geht, geht. Krogana. Ja. Kann ich das überspringen? Gibt es einen Grund, warum Sie mir im Weg stehen? Der gleiche Grund wird... Danke. Was auch immer Sie wollen, von mir bekommen Sie es nicht. Das verschont. Wir müssen echt hier weg, ey. Jetzt haben wir die erstmal ein bisschen getrennt von uns. Das ist erstmal sehr gut. Ist hier noch jemand? Genau. Erstmal den Scharfschützen ausschalten. Was? Nein! Was? Ey, ganz ehrlich, der Kroganer macht viel zu viel Schaden. Wie soll ich den auf Distanz halten? Vor allen Dingen muss ich sagen, der Rücksetzungspunkt ist auch einfach mal richtig scheiße gewählt. Weißt du, du musst das ganze Gespräch nochmal überspringen dann, weil der Kampf ist jetzt ja auch nicht wirklich leicht. Oh, scheiße, wir haben es mal geschafft, wenigstens dem großen ganzen Pool zu umgehen, aber dann sind die anderen voll gestorben einfach und da kommt das große Vieh an. Hey, hallo, ich bin ein Kroganer und ich habe eine Schrotflinte, die einfach mal euch instant umbringt. Das ist einfach mal ein bisschen ziemlich viel zu viel Schaden, was das Vieh austeilt, ganz ehrlich. Wie soll ich denn das schaffen alleine dann noch? Ich wollte eigentlich nur hinten den scheiß fucking T-Rex Scharfschütze erstmal holen, damit der uns keine Probleme mehr weitermacht. Und dann kommt das dumme Schwein und sagt... Ja, nein. Ja, die Ruine stürzt ein, bla bla. Nein, bla 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 bla. Weg, 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 weg mit dem.